Willkommen zurück beim Terran Konflikt. Wir hatten eine eingehende Nachricht. Ihr Skiron hat seinen Auftrag beendet. Gut. Energieplasmawerfer. An alle Piloten. Räumen Sie beim Verlassen der Station bitte um... Ja. Räumen Sie beim Verlassen der Station. Info. Jetzt muss ich gucken. Also, ich kann... Energiepulskanon kann ich benutzen. Energieplasmawerfer auch. Ah, die Pulskanonen sind besser. Okay, ich kaufe die Pulskanonen. Ah, die Plasmawerfer sind schneller. Ach, eigentlich kann ich beide kaufen. So teuer sind die. Zwei Pulskanonen? Energiepulskanone. Gekauft. Ach, hier sehe ich sie ja. Och, die sind eigentlich beide gut. 1,4, 8,9 Schaden, 9,4 Schaden. Energieplasmawerfer installiert. So, Munition haben wir genug. Okay, jetzt erweiterte Optionen, Waffen. Energieplasmawerfer, Energiepulskanon, Pulskanon, Pulskanon, Pulskanon. Kanzel links. Energiepulskanone installiert. Aha, Moskito, Feuersturm, Torpedos. Oh, guck mal hier, die werden Schaden machen. 1 Million. Mantis-Raketen, 13 Banshee. 74.000. Banshee-Rakete, installiert. So, ja. Ah, und hier haben wir jetzt noch frei. Laser installieren. Partikelbeschleuniger. Partikelbeschleunigerkanone, installiert. So, was kann der denn? 748, 1,92 Kilometer. Haben wir da noch was Besseres? Nein. Wir haben noch eine Energiepulskanone, die können wir aber nicht einsetzen. Okay, also wir haben zwei Phasenrepetiergeschütze, zwei Erschütterungsimpulsgeneratoren. Achtung, Sicherheitsdienst. Wir haben einen 9, 2, 4 an der Verladerampe auf Ebene 7, wir Sektion 2. Ja, alles gut, junge Frau. So, wir haben zwei Partikelbeschleunigerkanonen und zwei Energieplasmawerfer. Das Ding ist ausgerüstet. Mit einem schönen Mischmasch. Ich glaube, wenn ich mir den Schaden so angucke, sollten wir noch zwei Erschütterungsimpulsgeneratoren besorgen. Genau. So, und die Erschütterungsimpulsgeneratoren haben wir bekommen... in Roter Schein. Oder Predigers Zuflucht. Wir fliegen zu Roter Schein. Klick. Skiron. Kommando. Kommandokonsole. Navigation. Springe in Sektor. Roter Schein. Ja, springe in einen Sektor, den du erreichen kannst. Ach du Haie. Okay. Heimat der Legende kannst du noch erreichen. Oh, warte. Nein, ich sag dir, wo du hinspringst. Du springst nach Omikron Lyrae und dockst an... Ach so, geht ja gar nicht. Navigation, springe und fliege zu Station. Omikron Lyrae, da springst du hin. Erteilt. Kommando akzeptiert. Genau. Wir handeln jetzt die Kristalle. Eingehende Nachricht. Kristalle, gekauft. Danke. Ich kann nicht mal alle mitnehmen. Okay. Und dann wollten wir jetzt... Wer bist du jetzt? Ah ja, richtig. Triebwerksleistung erhöhen. Triebwerkstuning installiert. Ruderoptimierung installiert. Na bitte, klappt doch. Mineralienscanner, Mineralienkollektor brauchst du nicht. Ansonsten hast du alles.
Okay. Tomahawk-Raketen. Die brauchen wir nicht. Tomahawk-Rakete verkauft. Warum kaufst du die nicht? Natürlich kauft ihr die. Tomahawk-Rakete verkauft. Tomahawk-Rakete verkauft. Siehst du? Gut. Und jetzt, Kommando. Eingehende Nachricht. Springe und fliege zu Station. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Jetzt bist du dran. Phasenrepetiergeschütz? Nein. Nanu? Ich wollte doch hier schwere Waffen kaufen. Ach nee, Omikron Lyrae, richtig. Quatsch. Energiezellen. Du wartest da. Achtung, heute. Ich hole mir jetzt die Mission hier. Sie haben eine diese Mission wird von Ihnen keinen großen Aufwand erfordern. Gibt es ein für Sie profitables Angebot? Profitabel ist es nicht, aber es macht Spaß. So. Pirat, Harrier, Aufklärer. Na, siehst du, da kommt so ein bisschen Kleinkram. Und? Teladi Militär Kondor. Haha! Muss ich mich ja wieder beeilen. Pirat, Discoverer, Pirat, Harrier, Angreifer. Ziel. Ich habe nicht die Absicht. Sie machen sicher einen schlechten Scherz. Ja, ich mache einen schlechten Scherz. Ich mache nur schlechte Scherze. Dafür bin ich bekannt. Wow. Na, sag mal. Willst du dich nicht treffen lassen? Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten sie 500 Credits. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Nee. Das dauert noch eine Weile. Eingehende Nachricht. Verlässt Feuerreich. Pirat, Harrier, Angreifer. Hallo, mein Freund. Ich sehe Sie auf der anderen Seite wieder. So, jetzt bist du dran. Volltreffer. Pirat, Discoverer, Angreifer. Hallo, Kleiner. Guten Morgen. Pirat, Discoverer, Angreifer. Flüssigkeitsversorgung fällt aus. Pirat, Viper. Oh, eine Viper. Frissstaub. Pirat. Sagt Frissstaub und fliegt gegen mein Schild. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Geh, spiel doch mit einem Asteroiden. Ah!
Pirat. Und der letzte. Nein! Ja! Sie haben Ihre Arbeit ohne jeglichen Profitverlust ausgeführt. Wirklich exzellent. Ihre Bezahlung wurde in die Wege geleitet. Toll, Tomahawk-Rakete und ich kann sie nicht aufnehmen, weil ich voll bin. Hier, Fracht 2000 voll. Okay. Dann springe ich jetzt nach Omikron Lyrae. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Fantastik, super Frachter ist fertig. Erreiche System. Omikron Lyrae. Du, Stationseinstellung verändern. Energiezellen sind okay. So, was hast du denn jetzt alles aufgesammelt? Feuersturmtorpedos, Geschütztürme. Okay. Ist der Fantastik-Superfrachter fertig? Ist der leer? Ich dachte, der hätte noch Fracht an Bord. Ach, nur Energiezellen. Okay. Was kann ich mit dir machen? Ich habe 5000? Nö, der soll erstmal hier warten. Oder mache ich... Na klar, ich mache aus dem einen Händler. Navigation, Docker an. Wolkenbasis Südost. Nein. Heimat des Lichts, Terrakorp Hauptquartier. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ich mache aus dem einen Sektorhändler. Computerwerk, Alpha. Verdammt, falsche Taste. Das ist die richtige Taste. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Moment mal, das ist die falsche Station. Ich will an die Station dort, an meine eigene. Kontrollzentrum, Alpha. So. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Kristalle transferiert. Okay, so. Stationseinstellung verändern. Info. Ressourcen sind Kristalle. Zwischenprodukte Energiezellen. Produkte Silizium. Ah, jetzt fängt er an zu produzieren. Okay. Mal schauen, ob es klappt. Verwaltung, Stationseinstellungen. Preisgestaltung, Energiezellen. Siliziumscheiben. Maximaler Preis, Average. Ja, habe ich doch gesagt. Ach so, mein Fehler. Minimaler Preis muss ich jetzt eingeben. Für mindestens verkauft soll er so verkaufen 250. Und für maximal für 700. So. Wenn ich Preisgestaltung zurücksetzen mache, dann macht das ihn auf 504. Wenn ich es aktiviere,
Okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt kann er den Preis dynamisch machen. So. Komplexeinstellungen. Produkt Lithium schreiben. Zwischenprodukte. Okay. Mit Zwischenprodukten soll er nicht handeln. Ach so, ich muss... Wo mache ich denn die Zwischenprodukte jetzt abschalten? Zwischenprodukthandel, wo steht denn das? Zwischenprodukthandel. Keiner. Gut. So, das heißt, er sammelt die Energiezellen und er versucht nur diese Siliziumscheiben zu verkaufen. Für einen Normalpreis von 504. Neuer Preis ausgewählt. Neuer Preis ausgewählt. Neuer Preis ausgewählt. Verkauf die mal für 500. Mal gucken, ob das hilft. So. Gut. Super. Jetzt holt er nämlich die Energiezellen. Alles klar. Jetzt klappt das. Und jetzt mache ich gelandete Schiffe. Skiron. Warenaustausch. Wo sind meine Energiezellen? Da. Wie viel brauchen die zum Springen? Warte mal, jetzt muss ich selber mal gucken. Shit, jetzt muss ich gucken. Gelandete Schiffe, Skiron, Kommando, Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zu Station, Trantor. Da, Trantor. 200 Braucher. Okay. Das heißt, gelandete Schiffe, Skiron, erweiterte Option, Warenaustausch. Naja, ich habe keine 400 Energiezellen. Na gut. Ich gebe dem Skiron 200. Energiezellen transferiert. Gut, jetzt Skiron, Kommando, Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zu Station, Trantor. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Alles klar, der ist unterwegs. Oh, seht ihr, jetzt haben wir wieder Energiezellen. Energiezellen transferiert. Sehr gut. So. Genau. Der nutzt jetzt die Kristalle, um Energiezellen zu produzieren. Und aus den Energiezellen macht er Siliziumscheiben. Und die verkauft er dann hoffentlich. Und wir fliegen jetzt auch nach Trantor. Trantor, Südtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Initiiere Sprung. So, hier können wir jetzt nämlich wieder auftanken. Erreiche System, Trantor. Wo ist jetzt hier der Eingang? Da. Ah, da kommt unser Skiron. Skiron. Skiron, ja. Super. Guckt euch das Teil an. Haha.
Das ist unser neuer Schlachtkreuzer. Der manövriert jetzt, der will jetzt andocken. Gut. Wir docken auch an. Und Kontrollzentrum, Alpha. Weil wir die Helden sind, geht das natürlich bei uns schneller. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So. Info. Ja, Sonnenkraftwerk, dem fehlen jedes Mal Kristalle. Aber du hast schon zwei Kristallfabriken, mehr kann ich die nicht bauen. So. Und wenn ich jetzt angucke, wir haben 50.000 Energiezellen. Zwischenprodukte. Ja, und vor allem, der handelt ja mit den Energiezellen. Müsste die ja eigentlich hier verkaufen. Ich werde mal den Preis runtersetzen. So. Aktualisiert. Genau. Wir probieren mal bei Energiezellen. Mindestpreis. Halt. 14. Und Maximalpreis 18. So. Eingehende Nachricht. Gut. Energiezellen. Ah, jetzt hat er auf 16 gestellt. Ah, nee. Normal 16. Kredits 18. Warum nur Sprünge 1? Ich sollte dem die Sprünge hochstellen. Kommandos. Zack. Verwalt. Nein. Stationsfrachter. Ja. Mindestsprungweite 2. Okay. Komplexeinstellung, jetzt kommt's. Fabriken. Wow, habe ich viele Fabriken. So, du kannst Energiezellen, Erz, Siliziumscheiben, um Kristalle handeln. Ja, gut so. Hab Spaß, mein Freund. So. Warenlisten, Handelsliste, Energiezellen, Erz, Silizium, Kristalle. Hab Spaß. So. Mein Besitz, jetzt gucken wir nochmal. Omikron Lyre, HVT Bereitschaft, ja logisch, ich muss das produzieren. So, Schiffe. Warum ist der in Bereitschaft? Warum ist er in Bereitschaft? Info. Trantor. Du könntest eigentlich verkaufen. Okay. Stationsfrachter. Nein. Kommandokonsole. Handel. Starte Handelsvertretung. Eingehende Nachricht.
Händlereinstellungen. Ist immer noch ein Lehrling. Globales Konto. So, Warenlisten. Alles klar. Ein- und Verkaufsbedingungen. Einkauf, Mindestkontostand 30.000, Tätigkeit in Heimatbasis beenden. Ist alles klar. Sprungantriebseinstellungen. Ja, mindestens 2 Sprünge. Kommando akzeptiert. Gut. Ja, mal gucken, wie lange er braucht, bis er losfliegt. Jetzt würde ich sagen, ihr Skiron hat den Auftrag beendet. Der kann jetzt auftanken. Ach, der hat nur 500. Mir passt nicht rein. Energiezellen. Transferiert. Feuersturmtorpedo. Transferiert. Ja, und die Geschütztürme hat er auch nicht. Okay, die Geschütztürme nehme ich. Die werde ich aussetzen. Handel. Jetzt geht's los. Handelssoftware MK3. Installiert. Transporter. Installiert. Oh, ein Transporter. Den braucht der Skiron noch. Okay, so. Fantastik Supertreiber hat jetzt ein Handelssoftware Mark 3. Das heißt, du gehst Kommando, Kommandokonsole, Navigation, springe in Sektor Aldrin. Der kann sich in Aldrin gemütlich machen. Kommando akzeptiert. So. Und sobald er da ist, sagen wir dem Start Sektorhandel. Und dann kann er dort gemütlich leveln. Der wird aber viel zu langsam sein für die weiten Entfernungen. Naja, egal. Da ist er. Eingehende Nachricht. Kommandos, Kommandokonsole, Handel, starte Sektorhandel. Kommando Album. Akzeptiert. Name ändern. So. Sektorhandel, Superfrachter. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal probieren wir mal den Skiron aus. Und bis dahin, macht's gut und see you later.